wichtig, das Thema Arbeitswelten, also Ihr Thema, Transformationen in den Arbeitswelten, ist für uns Zukunftsforscher im Augenblick eines der zentralen Schwerpunktthemen, weil bei Ihnen gerade zwei Riesentrends zusammenkommen, nämlich einmal Technologie und das andere die Demografie. Und genau an der Schnittstelle von beiden sind Sie. Und deshalb verändert sich da so viel, also jedenfalls, wenn man unseren Studien glaubt. So, und ich erzähle das deshalb, weil wenn Sie genau dieselbe Frage nicht an die stellen, sondern an die, an diese Technologieentwickler. Nicht alle in Deutschland, also eher die wenigeren in Deutschland, die meisten in Silicon Valley, in China und so weiter und so fort, dann kriegen Sie auf genau dieselbe Frage eine völlig andere Antwort. Dann kriegen Sie, als erstes kriegen Sie eine Rückfrage, wenn Sie das als Zukunftsforscher fragen, ein bisschen misstrauisch, das heißt, du Sven, du bist doch Zukunftsforscher, warum glaubst du, dass der nur 100 Jahre leben wird? Der wird doch 120 leben, das musst du doch wissen. Wenn nicht gar 150. Und in der Lebenszeit dieses Kindes und dieser Kinder werden wir, die Menschheit, einige der größten Menschheitsprobleme lösen, nämlich Klima, Energie, Hunger weltweit, Trinkwasser weltweit. Wir waren technologisch noch nie so dicht dran. Und jetzt kommt die Zusatzfrage. Wenn der 120 wird, dann hat die Computerindustrie noch 116 Jahre Zeit, etwas zu schaffen, von dem heute noch keiner weiß, ob es geht, nämlich in einem Computer ein menschliches Hirn nachzubilden. Und Ihr Hirn an diesen Computer anzuschließen und das, was Sie hier drin haben, downzuloaden, abzuloaden, wie Sie möchten. Sagen Sie nicht, Jansky hätte gesagt, es geht. Heute geht es nicht. Aber 116 Jahre sind eine irre Zeit und es werden schon Multimillionen hineingesteckt in diese Forschung. Und das klingt wieder nach Science Fiction. Ich habe Ihnen deshalb das einfach mitgebracht. Schauen Sie, damit Sie nicht denken, Jansky redet hier über irgendwelche Science Fiction Geschichten. Dieses Ding ist 9 Jahre alt. Genau vor 9 Jahren habe ich für dieses Gerät einen Innovator Award verliehen. Und wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, hole ich immer die Leute auf, also mehr Zeit als heute, hole ich die Leute auf die Bühne, setze ihnen das auf und die beginnen, es dauert so 10 Minuten, einen Computer zu steuern, allein durch Denken. Jedes Unternehmen, was denkt, Digitalisierung hätte irgendwas mit Tablets und Apps zu tun, liegt falsch. Digitalisierung folgt einem banalen Dreisatz. Erstens, alles, was gemessen werden kann, wird irgendwann gemessen werden. Und die Dinge, von denen wir dachten, dass sie nicht gemessen werden können, sind die interessantesten. Zweitens, alles, was Sie messen können, können Sie prognostizieren. Drittens, alles, was Sie prognostizieren können, können Sie verbessern. Am Ende steht Verbesserung. Der einzige Grund, warum diese Digitalisierung mit dieser Vehemenz durch all Ihre Branchen rauscht und durch die Gesellschaft, ist, dass es am Ende besser wird. Der einzige Grund, warum so viele dieses Zeug nicht mögen und am liebsten stoppen würden, aber keine Chance haben, ist, dass es am Ende besser wird.